Type? Ja. Was sagst du, Type so? Type, er ist ja auch Frankfurt-Profi und sowas. So. Ne, aber er ist unnormal sympathisch. Mit dem kannst du voll gut reden. Er ist nicht mehr mein Freund. Er war mein Freund. Nicht mehr. Na, natürlich nicht. Er ist nicht mehr mein Freund. Nachdem er das gemacht hat, er ist nicht mehr mein Freund. Wie kann man sowas sagen? Chat, salam alaikum, heute E-Date. Ich hab mir geschworen, ich mach's nicht, aber ich muss es machen. Was soll ich machen, Chat? Chat, ich sag, ich bin Eintracht Frankfurt Profifußball. Denkt ihr, das kommt? Denkt ihr, das kommt hart? Guck, wie die aussieht, Chat. Tschüss. Oder kommt so hart? So? Soll ich so machen? Soll ich da so sitzen? Sollen wir es ernst nehmen oder sollen wir es nicht ernst nehmen? Also, Leute, ich hab's ja schon gesagt. Also, die erste Runde wird so sein, damit das auch nicht so krass in Länge gezogen wird. So direkt, okay, direkt vom Aussehen. Sie muss einen rausworten, ihr dürft nichts sagen. Es ist sehr brutal so, aber einer darf... Wenn sie mich rausvotet, wäre... Alter, Digga, dann wäre hart. Leute, Chat, was sagen wir? Okay, meine Mama hat entschieden, die hat in meinem Chat entschieden, links neben meiner Cam, also Botu soll raus. 10 Euro oder an der Gurke drehen! Was? 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 Botu ist raus! Das hat mich ja angetan. Das hat! Ey, ich hatte richtig Masterplan, ey! Nächste Runde Speed Date. Jeder hat eine Minute Zeit, um mit ihr zu reden und so. Und am Ende des Tages wird sie den, so mit denen sie am wenigsten geweibt hat, rausboten, okay? Ja, hi. So, du musst keine Angst haben, du warst direkt wieder weg. Das Beste kommt zum Schluss, ich bin da. Achso, ja, Timer startet ab jetzt, okay? So, hi Dana, erstmal schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Tolga, ich bin 23 und studiere und bin Fußballer für Eintracht Frankfurt. Das zu mir, ich habe gehört, du bist in... Ich studiere Marketingmanagement. Ich bin jetzt im letzten Semester, im siebten. Mache meinen Bachelor, will auch noch Master auch noch machen, damit ich da so noch abgesaved bin, falls Fußball nicht klappt. Aber ich denke, ich krieg das schon hin. Ich habe gehört, du bist im Pula. Ich war auch oft im Pula. Der Kiesstrand da ist top, ehrlich, kann ich dir nur empfehlen. Und ich könnte auf jeden Fall dich auch noch oft nach Pula ausfliegen lassen, ja. Ausfliegen lassen? Ja, safe. Also die Strände hier, wenn du dir die richtigen anguckst, also es gibt ja so verlassene Strände, sowas finde ich ein bisschen cooler als so Standardstrände, wo so 500 Menschen liegen, sind auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, die sind wirklich wunderschön. Das Wetter, habe ich gehört, ist nicht so gut. Als ich da war, hatte ich mehr Glück. Ja, das stimmt. Vom Wetter her hatte ich wirklich gar kein Glück. Also die Tage davor waren cool, heute Katastrophe. Es hat so große Hagelkörner geregnet. Aber dafür bist du der Sonnenschein, der das quasi auffällt. Da. Das war jetzt The Goat! The Goat! Okay, Type. Ja. Bist du der Sonnenschein, der das auffällt. Alles klar. Schön, dich kennengelernt zu haben. Danke, Type. Du wirst gleich erfahren, ob du weiter bist oder raus bist, okay? Alles klar. Was für Tod! Digga, das war so hart. Walla Bille. Das war, ich schwöre, ich habe das so stark gemacht, Digga. Tolga, W. So, ihr habt selber entschieden. Zwei fliegen raus, okay? Zwei. Habe ich nicht entschieden. Dana, du musst jetzt zwei rausvoten, okay? Mit denen du am schlechtesten Gespräch hast. Du kannst auch ein bisschen erklären, warum dies, das und so. Alles easy. Ja, der mit der Sonnenbrille, der hat zwar auch für mich die Sonnenbrille ausgezogen, aber das Wichtigste ist als allererstes, sich einander in die Augen gucken zu können. Ja, fick dich, Noah! Ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Du hast so einen Ventilator im Hintergrund und ich fand unser Gespräch auch nicht so sehr geweiht, ehrlich gesagt. Warte, ich darf Joker ziehen, Bühne, gell? Ich weiß ehrlich, mein Gespräch war tot, lass mich den Joker ziehen, vertrau mir. Der eine kann nicht mal Deutsch und der andere, dieser Umut, nicht mal ein Mann, der snatcht einfach. Ehrlich, ne? Chat, wir sind safe, keine Sorge. Also. Okay, ich sag dir ehrlich, ich mach's dir ein bisschen einfacher mit der Entscheidung. Oh Dana, scheiße dein Name. Du und ich haben nach einem Date Sex. Ne Latina, lass mich mit dir sein. Type, sein Schwanz ist viel zu klein. Doch es fällt nicht auf, denn der Typ ist gerade mal 1,60. Er ist auch nicht funny, nenn ihn einfach Tante Shanti. Süß, ich lieb's, wenn man sich Mühe gibt. Was ist jetzt voll fies, also will ich mich nochmal umentscheiden. Da kommt der Typ, der seinen Reifen da verloren hat, leider raus. Er ist auch so am Zappeln. Justin! Damn, okay. Justin, leider, du bist raus. Justin, als ob der jetzt drin geblieben ist. Verlierst. Warte kurz. Jetzt Runde 3 ab. Der eine Peach macht sein. Nicht Peach, Bruder, sorry, Habib Elbi Wallah. Der eine Typ macht sein Bett sauber, er bleibt drin. Er macht einen Song, er bleibt drin. Was passiert hier, Armin? Also, ich sag Song okay, aber Bett machen. Ja, Wallah. Aber Zeit.
Tai, willst du dir das gefallen lassen? Hast du gehört, was Nonchis über dich gesagt hat? Weißt du, wie ich ihn bei Rolling so mit dir reden? In GTRP hau ich ihn kaputt. Nächste Runde wird, sie stellt jedem Fragen. Oh, so am besten so, wenn einer rauskommt, er sagt nicht, welche Frage gestellt wurde und wie sie darauf reacted hat. Vielleicht stellt sie nochmal dieselbe Frage, okay? Aber was für Fragen? Was für ein Teil von Fragen? Auf die man mit Ja oder Nein antworten kann, okay? Und sie und am Ende so, wem die Antwort so von dem nicht gefällt, der ist raus. Ja, bitte. Okay. Na, hallo. Hi. Okay, fändest du es schlimm, wenn deine Freundin Bikini-Fotos oder so postet? Also ich finde, ich gehe zum Beispiel selber sehr engagiert zum Sport und ich finde halt, wenn die stolz auf ihren Körper sind, ihr Körper präsentieren, ich fände das nicht schlimm. Auch etwas, beziehungsweise so im Bikini-Bereich würde ich irgendwie jetzt nicht verwerflich finden. Ich finde doch, ich habe auch letztens mit einer geredet, die macht OnlyFans, glaube ich. Ich habe mit ihr geredet, dass es so ein bisschen gesellschaftlich mehr akzeptiert werden sollte, weil das so ganz krass gehatet wird in den letzten Jahren. Stop the cap! Und keine Ahnung, so wie du dir jetzt bist, würde ich nicht sagen, dass es irgendwie schlimm ist, wenn es meine Freundin was du sagst immer zu. Das finde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ethisch, moralisch nicht vertretbar. Deswegen, also, ne, hätte ich da nichts gegen. Mein Papa ist zum Beispiel auch richtig locker, der ist ein richtig lockerer Typ. Ich liebe das, meine Eltern sind auch richtig cool drauf. Das Ding ist, ich bin halt jemand, muss ich schon sagen, ich lasse mich von nichts abbringen, ne? Wenn ich was machen will, dann mache ich das. Und wenn mein Gegner. Reitest du auch? Ja, ich habe Pferde. Ey, das ist so cool, weil ich komme aus dem Dorf und bei uns ist so, bei uns ist diese Pferdegeschichte so riesig. So jedes Mädchen damals immer geritten und dies und das. Ja. Wenn ich so rumlaufe oder rumfahre, ist so überall so Pferde und so. Das ist cool, ja, ich mag das. Stop the cap. Ich lieb's eh. Also ich wohne auch auf dem Dorf, natürlich, habe ja auch ein Pferd, ne? Und ich muss immer, für die Uni muss ich immer in die Stadt fahren. Ich find's Katastrophe. Ich find Köln, das toll. Köln hast du gesagt, wohnst du, ne? Ja, genau. Krass. Ich wohne sogar in der Nähe von dir. Also wo nochmal? Ich hab da gewohnt. Ich wohne jetzt gerade, wohne ich in Frankfurt, weil ich für die Spiele. Aber ich hab in Bottrop gewohnt. Kennst du Moviepark? Ja, kenne ich. Da hab ich gewohnt, ja. Ah, okay, entspannt. Ja, also cool. NRW, das Ruhrgebiet in mir, eigentlich, ja. Das Ruhrgebiet in mir. Ja, meine Mom kommt aus dem Ruhrgebiet. Nice, W-Mutter, das ist immer das Coolste. Ruhrgebiet-Menschen, ich lieb die einfach. Die sind halt entspannt, ne? Mit denen kannst du so schnacken und die sind nicht so, was hast du ja gerade gesagt? Ja, weißt die du? Sind einfach geile Menschen. Ganz NRW eigentlich, ja. Type, du bist raus? Wir sagen dir gleich, du bist jetzt erstmal hier unten wieder. Alles gut. Wir sagen dir gleich, ob du weiter bist, okay? Alles gut, danke schön. Ding, Dana, Type. Ja. Was sagst du, Type? So, Type, er ist ja auch Frankfurt-Profi und sowas. So, er ist Fußballer, er geht in den Gym und so. Also auf jeden Fall sehr trainiert und sowas. Also sowas ist mir ja eh voll egal, ne? Aber er ist unnormal sympathisch. Mit dem kannst du voll gut reden. Ich liebe es, wenn du mit Menschen quatschen kannst und dann endet nicht das Gespräch oder so kurze Antworten. Ich liebe das. Also ist dir so Charakter so viel wichtiger als, keine Ahnung, dass er irgendwie Fußballer ist oder sowas? Das wäre mir so, also was du berufsmäßig machst, ist mir komplett egal, solange du halt ehrgeizig bist. Ich verstehe nicht, wie hatet ihr mich? Ich mach das so gut. Ja, ich warte, weil Ty, keine Ahnung, gerade seine Frau gefunden hat fürs Leben. Was war das für ein Gespräch? Digga, oder? Ich hab mich verliebt in der Real Talk. Ich hab mich verliebt. Ja, haben die? Hoffentlich ist es nur raus. Ty, mach mal bitte einmal den Mais, bitte. Den Mais? Mach mal bitte. Guck mal, wie klein du bist. Mach. Sensiz hayat bana ölümdür gülüm. Akşam bize gel de kırbaç görsün götün. Ist er schon aufgestanden? Du wichst halt so. Dana muss jetzt von ihrem Gewissen so, wie viele sie rausvoten möchte, rausvoten. Ich hab schon was gehört, so. Okay, Dana, wen würdest du jetzt so, bei wem hat's nicht so gematcht? Also ich würde leider Emi rauswählen. Es tut mir leid. Ja, okay. Dann packe ich mal die anderen wieder runter. So, es wird jetzt so laufen. Ich gebe euch allen Begriffe, die ihr in diesem Gespräch mit ihr nochmal sagen müsst, okay? Also jeder Einzelne kriegt vorher kurz einen Begriff, zwei Begriffe von mir, die ihr in diesem Gespräch sagen müsst. Und ihr redet so ein bisschen, vielleicht haut nochmal so ein Ambaspruch und sowas raus, so. Mein Deutsch reicht nicht aus, was ist Begriff, Bruder? Type. Ja. So, deine Wörter sind. Bist du gespannt? Nein. So, dein Wort ist erstens Riz. Zweitens Giat! Okay, so riechst du. Digga, was für Scheiß! Was für Scheiß! Du machst extra, weil ich so gut dabei bin, Bro. Du willst meinen Downfall sehen, Digga. Hallo, da bin ich wieder. Nice, he's muted. Muted. Also. Hi, so, na? Jetzt. Hi. Ja, warte mal ganz kurz, ein Sekündchen. Das ist in meinem Schrank neben dem Bett, aber das sind ganz eklige Sachen. Und da ist die dreckige Wäsche. Hi. Bist du mit deinem Vater da? Ja, genau, mit meinem Papa. Oh, das ist sweet. Das ist Retalk, sweet. Urlaub mit Papa ist ja?
Ja, das ist echt gut. Bin ich schon mal plus eins Fan von. Okay. Also, keine Ahnung. Inge wurde gesagt, red über irgendwas. Ich habe gedacht, jeder stellt immer die gleichen langweiligen Fragen. Was ist deine Red Flags, Beziehung, irgendwas? Ich habe eine richtig gute Frage, okay? Was, weil auch ein bisschen selbst reflektieren. Was sind deine Red Flags bei dir selber? Meine Red Flags. Also, ich bin auf jeden Fall eine kleine Drama Queen, das muss ich sagen. Was ist dein Sternzeichen ganz kurz? Ich bin Steinbock. Was ist deins? Ich bin Jungfrau. Ah, okay. Ja, gut, dann sind wir ja da, was sowas angeht, sehr ähnlich. Ja, deswegen! Ich habe Scheue und Reue vor gar nichts so. Ich sag das einfach, was mich stört. Ich sag, was ich machen will. Und ich bin da auch so sehr, ja, dominant. Klingt mittlerweile so falsch in der jetzigen Zeit. Ich bin jetzt kein so, irgendwie kein Andrew Tate-Fan, der jetzt sagt so. Aber im Sinne von, ich bin schon ein starken Charakter, habe ich schon so, weißt du? Ich sag's dir an, ich finde das wichtig und ich finde es auch wichtig, dass du deine Meinung sagen kannst. Wunderbar. Und ich glaube auch, dass eine Frau, eine selbstbewusste Frau, wird auch einen selbstbewussten Mann haben. Du willst jetzt keinen haben, der jetzt irgendwie, wo du jetzt nicht sicher bist, dass das jetzt wirklich dein so ein richtiger Adam so, weißt du, so ein richtiger Mann. Ja. Weißt du, was ich meine so? Ich würde eine Red Flag gerne erwähnen von mir. Ich bin sehr extro, aber mit sehr extro meine ich, also wirklich, ich hau überall irgendwelche dummen Sprüche raus, irgendwelche dummen Witze. Mit mir, du kannst ins Restaurant gehen, aber du wirst nur lachen oder dich schämen. Eins von beiden. Weißt du, was ich meine? Ich würde sagen, ist typisch Ruhrpott und alles, ne? Also ich würde sagen, das ist halt normal. Also ich kenne das von meinen Eltern. Mein Papa kommt jetzt nicht aus dem Ruhrpott, aber er ist halt trotzdem auch so frech, aber er meint das nicht so. Richtig. Ne? Und das, aber und das ist wichtig, das ist cool, weil das ist so einfach Lust am Leben. Ja, safe. Also ich verstehe das 100%. Ich finde, es ist kein Red Flag. Und deswegen finde ich es gar nicht schlimm. Ich finde das eher gut. Zweite Sache. Keine Ahnung. Bei mir wird immer gesagt, so, dass ich einen krassen Riss habe, so, weißt du? Aber eigentlich ist so, dass ich so extrem so mäßig für mich und ich will einfach für mich glücklich sein. Ich bin für meine Familie da, ich habe eine große Familie und ja, das ist so schwierig, jemandem zu vertrauen. Ich habe so meine Ängsten, aber wenn ich dann zum Beispiel eine wunderschöne Dame wie dich an meiner Seite hätte, müsste wirklich, ich mir 100% sicher sein, dass ich dir vertrauen kann, so, weißt du? Was kriegst du so für Instagram-DMs? Also, ist da jemand, der dir so eine Mail macht und sagt so, GIAT! Oder so, ist da so, sind da so komische Leute? Klassische Dating-DMs, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Aber würdest du jemandem da eine Chance geben, so? Jemanden, der mir zuschaut? Oder nee. Generell von Instagram? Generell von Insta, so, ja. Ich habe schon mal Leute von Instagram gedatet. Aber ja, doch, würde ich schon. Hard. Okay, also okay, Fazit, okay. Du bist toxisch, ich bin toxisch. Gemeinsam Toxismus verbreiten. Ciao, Dana. Ciao. Real Talk Chat, sie will mich so krass, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ehrlich. Das Ding ist halt, ich will sie auch. Real Talk, ich will sie auch. Okay, was cool kommen würde, wenn du jetzt, so, ich gebe dir jetzt einen Satz, so, du musst irgendwie einen von denen dissen da. Also so richtig so, einmal so kurz den backfronten so. Checks? Okay. Darf ich exposen? Mach, was du willst, okay? Okay, darf ich sagen, dass du gesagt hast, dass ich das machen soll, oder musst du das geheim? Nein, das ist geheim. Okay. Okay, ich muss das irgendwie dribbeln. Warte. Ich glaube, Dan hat gerade exposed. Ich gehe in den Chat, da steht exposed, ehrenlos Fortnite und so und irgendwas zu Type. Nein, hat er mich gesnitcht? Was ist dir denn wichtig in der Beziehung? Also, du würdest sagen, wenn jemand dich anlügt, dann würde das dir nicht so gut gefallen. So. Dann würde es dir schon. Ich will was sagen, aber ich will es nicht sagen. Nein, egal. Was denn? Hä, sag denn? Nein, aber dann kommt so, als wäre ich unkorrekt. Ich will jetzt keinen Fitner machen oder so. Doch, sag jetzt. Aber. Dir ist Wichtigkeit, ehrlich, ich schwöre, ich wollte es eigentlich nicht liegen so, aber Type lügt dich die ganze Zeit an und mich triggert es halt, weil er es die ganze Zeit, aber ich finde es halt unheimlich, dass er bei uns im Discord sagt, ja, damn. Ich will mich, die ist verliebt, blablabla, aber darf er, so? er faked seine Persönlichkeit, Type spielt nicht, und ich sage das nicht, um mich schlecht zu reden, wir kennen uns so, aber der Bruder spielt nicht bei Frankfurt, der Bruder wohnt auch nicht in Frankfurt, der wohnt immer noch in NRW. Fuck. Und er studiert auch nicht. Nichts davon. Und er hat eine komplette Persönlichkeit gefällt. Und krass, ey, er redet halt im Discord-Room, redet er so. Also, ja, nicht sie du, will nicht mich du, behindert, sie will ich eigentlich nicht wissen. Type, ich stehe hinter dir. Ich bin hinter Type. Jungs, erklärt doch mal gerade. Ich bin echt, ich weiß nicht, was ist denn jetzt hier los? Er hat einfach exposed, dass ich anscheinend nicht bei Frankfurt spiele, nicht studiere, alles gelogen ist von mir und so. Digga, nee, echt? Ja. Digga. Darf er so, Type? Erstmal muss ich sagen, guck mal, ich sag ehrlich, ich bleib unnormal respektvoll. Erstmal finde ich es echt wirklich unglaublich kacke von Dan. Da, alles, was ich gesagt habe, ist real. Meine Red Flags waren real. Wo ich spiele, war real. Wo ich lebe, war real. Alles ist real. Und dass du jetzt kommst und sagst, ja, das stimmt nicht, nur damit du cooler darstellst und dass du weiterspielst, ist moralisch von dir nicht vertretbar. Nein, guck mal bitte, gib bitte auf Instagram ein, Type.1109. Das ist Types Instagram-Account, da steht 21-NRW. Ja? Wie kannst du denn eine Beziehung eingehen, wenn du schon deinen Freund verrätst?
Sag mal ehrlich, wie kannst du das machen? Wie kannst du als ein ehrlicher Mensch sagen, ich verrate meinen Freund, damit ich für eine Perle besser dastehe und dafür einen Freund verraten? Denkst du, sie will jemanden, der seinen Freund für ein Mädchen verrät? Sag mal ehrlich, denkst du, ist das so? Aber ich hab dich nicht verraten. Natürlich! Ich will nicht unkorrekt sein, Ich muss jetzt sagen, du musst gar nichts sagen. Er ist nicht mehr mein Freund. Er war mein Freund. Nicht mehr. Natürlich nicht. Er ist nicht mehr mein Freund. Nachdem er das gemacht hat, er ist nicht mehr mein Freund. Wie kann man sowas sagen? Wie kann man denn seinen Freund so hintergehen und so anlügen, nur für ein Mädchen, was er seit 10 Minuten kennt? Er sagt doch einen Begriff oder sonst was, was man machen muss, wenn man reingeht. Er hat zu mir gesagt, ich muss irgendwen richtig fronten oder irgendwen richtig beleidigen oder sonst was. Er hat dazu mir gesagt, könnt ihr im Stream bei ihm angucken, ein Clip, ich schwöre auf alles, was ich liebe. Er hat zu mir gesagt, ich muss reingehen und irgendwen richtig schlecht reden. Digga, dann nimm doch Linus! Warum nimmst du mich? Nimm Linus! Er ist dein Opfer seit Tagen! Ey, nimm doch mich, Digga! Aber weil ich gedacht habe, das geht am besten auf Sneaky. Ich hab gedacht, das geht am besten auf Sneaky. Aber habt ihr gemerkt, wie ich es hingeführt hab? Kurze Frage, Bro. Ja. Er hat gesagt, runtermachen und nicht snitchen, oder? Also ihr hättet jetzt auch einfach sagen können, dass er manchmal ein bisschen, keine Ahnung, aber du hast dein ganzes Leben gefickt, so hier in der Dating-Show mäßig. Oder das ist einfach das Spontanste, was mir eingefallen ist. Und ich und Type fick ich halt besonders gern, wisst ihr, wie ich meine? Ich schwöre auf alles, ich hätte gewonnen. Warum sagst du hätte? Warum redest du im Konjunktiv? Weil die meinten, wir sind beide raus. Mein Chat meint, wir sind beide raus. Sie hat gesagt, wir sind beide raus. Type. Ich echt freuen, Digga. Ja, Notch ist echt scheiße. Ey, dein Ding ist nicht, kann ich sagen. Ja, auf Type! Wir smoken Type. Ja, dann sind wir wieder am Rasenmäher rum. Type, wie kannst du so ernst bleiben? Ja, Bruder, ich hab mich fast ehrlich schlecht gefühlt. Ich hab fast geweint, weil du so geredet hast. Guck mal, Dan, warum nimmst du mich, Bruder, bitte? Ich weiß, wie wir rausholen. Wir können uns wieder raus, jetzt reden ja, uns ja, gut ja, und ja, dann haben sie so eine Challenge gegen ja, okay, 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 okay. Ja. Sagen, wir hatten eine Challenge, wer es mehr schafft, das Image von den anderen kaputt zu machen. Ja, okay. Und ziemlich ernst nehmen soll, wir sind immer noch cool. Wir reden uns da jetzt raus. Okay. Wir reden uns raus, Bruder. Nein, Bruder! So! Nein, ich will eine Sache sagen. Ich rede jetzt. Dana, mein Engel, hörst du zu? Ich und Tai müssen kurz mit dir reden. Güney meinte zu uns, damit der Stream spannend bleibt, disst euch bis auf den Tod. Güney meinte zu uns, disst euch beide auf den Tod, damit ihr euch beide bloßstellt. Und er findet Lügen und so. Das war, also bei mir war nichts gelogen und bei ihm war nichts gelogen. Wir haben so gegenseitig quasi so gemacht. Also ich kann auch eigentlich, ich kann direkt, was ist meine Aufgabe? Ja, wen würdest du rausvoten so? Oder hast schon so ein, du hast ja gesagt, du hast schon einen Gewinner so, sag mal. Ich möchte auf jeden Fall, dass du nur weißt, das was zwischen mir und Type war, das war nicht echt. Ja, das war nicht echt. Das war ein Fake-Wissen. Und was ich gesagt habe, war alles echt mit Red Flag und dies und das. Das war alles real von mir. Ich fand euch ganz sympathisch und so, aber alleine, dass ihr das nachgemacht habt, weil er das gesagt hat, ich finde es halt ein bisschen unpassend, sage ich es einfach mal so. Ich kann, wie gesagt, aber auch Wir mussten es machen. Wir müssen ja reden, bevor sonst sagt er, wir sind raus, wir mussten uns beefen. Dana, ich liebe dich. Ja, keine Ahnung. Ich kann. Oh mein Gott. Erstmal den Moderator rauswählen, der das alles hier inszeniert hat. Ja, danke, weg mit dir, Güney. Ja, okay. Fick die. Notche ist raus, Umut ist raus, Type ist raus. Dan ist weiter. Dan ist drin! Okay, ganz kurz. Warum bin ich raus? Einmal ganz kurz nur einmal sachlich, warum ich raus bin. Wie soll ich es sagen? Also, keine Ahnung. Also, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber du wolltest rein, um mit ihm zu diskutieren. Also, er hat zwar, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob das gescammt ist, aber alleine, dass du reingekommen bist, hat halt den Streit verursacht. Güney hat mich hochgezogen, hä? Oh, Real Talk. Und warum ist sein Furb-Looking-Ass noch drin? Nein, Teil, das wird mir zu viel. Fick das alles, Digga. Real Talk, Digga, ehrlich. Fick das, Digga. Spaß ab, die Pizza ab. Ganz viel 5 aus in der Fika.